Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ich stehe hier in Seebach und meine Tour für heute heißt Rund um Seebach. Es ist keine Wandertour, sondern mal wieder eine Radtour. Und die hat so 50 Kilometer, beginnt hier in Seebach, wie ich schon gesagt habe, an der Schwarzwaldhalle. Und ja, 50 Kilometer, so 1100 Höhenmeter. Also das heißt, ich habe knackig was vor mir, deswegen werde ich jetzt mal starten. Auf geht's! Also in nächster Zeit müsst irgendwann mal mächtig bergan gehen, denn ich bin hier ziemlich im Tal und ja, ich komme über die eigentlich auf der höchste Punkt vom Nordschwarzwald, Hornisgrinde, und das heißt, ich werde einiges noch nach oben müssen. Aber es ist auch gut, es ist nämlich nicht allzu warm gerade. Aber anstatt, dass es hoch geht, geht es hier gerade noch weiter runter. Da muss ich halt noch mehr steigen. Jetzt geht es also schon los mit der Steigung. Das ganze Ding ist eigentlich eine Mountainbike-Tour, aber ich denke, ich werde es mit meinem Trekkingrad auch ganz gut hinkriegen. Aber das werde ich ja dann sehen. Ich habe jetzt auf alle Fälle der erste Gang drin und werde mich schön gemütlich hier hochschrauben. Und ja, solange ich jetzt hier gemütlich trettel, werde ich euch mal die Karte einblenden. Vielleicht ein bisschen Musik noch. Und dann könnt ihr mal sehen, auf was für Tour, dass ich mich hier eingelassen habe. Wo sie bald angeht. Auf der Karte auf alle Fälle. Wie es in Wirklichkeit aussieht, das werden wir dann sehen. Letztendlich habe ich ja für die ganze Tour von 40, 50 Kilometern der ganze Tag Zeit. Also schön gemütlich. Ja, Freunde, Bewegung macht Wärme. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich schon nach 3,3 Kilometern meine Jacke und Handschuhe ausziehe. Und das bei, wie viel Grad haben wir denn? Ich muss gerade mal schauen. Ja, 6,6 Grad. Ich habe eigentlich gedacht, es ist kälter. Aber klar, da bin ich mal wieder viel zu warm anzogen, habe ich so das Gefühl. Ja. Mal schauen, wie es oben auf dem Berg ist. Wahrscheinlich kälter. Durch meine Spikes tue ich mir dauernd irgendwelche Blätter hochziehen ins Schutzblech. Das macht permanent Krach. Ich muss das mal wieder wegmachen. Hier hat es jetzt weniger Blätter, mehr Nadelwald. Vielleicht werde ich jetzt mal von dem Problem befreit. So, jetzt ist wieder ruhiger. Mal sehen, wie lang der Zustand anhält.
Da werde ich ganz schön gefordert heute. Aber wenn ich in dem Zusammenhang mal meine Schwiegermutter zitieren darf, die sagt immer, so hast du Welle, jetzt lebe auch damit. Ja, machen wir das wohl. Ich schiebe jetzt mal, mir ist doch zu heftig geworden. Aber wenn ich so habe, Bella, man kann ja trotzdem schieben. Ja, jetzt ist Brigitte Schluss oder sowas in 2,5 Kilometer angeschrieben. Keine Ahnung, was das sein soll. Bin mal gespannt, ob ich da vorbeikomme und was das denn ist. Hier bin ich jetzt in Schönbüch rausgekommen. Da überquere ich die Straße hier und dann geht's auf einem asphaltierten Weg weiter. Hier war jetzt gleich mal wieder ein Schild wegen Forstarbeiten gesperrt. Bin ich mal gespannt, ich fahre jetzt mal drauf zu. Und wenn es dann zu ist, dann kann es sein, dass meine Tour jetzt noch gleich voll beendet ist. Dann sitze ich irgendwo im Wald, mache mein Mittagessen und fahre wieder heim. Aber jetzt mal gucken, vielleicht ist ja frei. Auf alle Fälle ist der asphaltierte Weg hier schon mal super zu fahren. Im Gegensatz zu den Ackerwegen gerade. Ja, ich hoffe, dass nicht gleich Schluss ist. Es ist zwar nicht gerade das schönste Wetter heute, aber ein bisschen Fernsicht hat man doch. Und wenn der Weg so weitergeht wie jetzt, das wäre ganz okay. Wenn. So wie es aussieht, hat es oben am Berg Nebel. Das heißt, ich werde da bald in einer Nebelsuppe fahren. Bin mal gespannt, dann seht ihr mich halt nur noch so ein bisschen verschwommen im Nebel. Ich muss euch sagen, für mich ist der Weg hier auch absolutes Neuland. Ich kenne zwar Hornisgrinde und so, aber mit dem Fahrrad alles nur von der anderen Seite, vom Murgtal hinten hoch. Und diesmal komme ich ja von Ottenhöfen, von der Richtung hoch. Aber recht interessant, muss ich sagen. Es gefällt mir ganz gut. Und der Weg ist jetzt gerade auch ganz okay. Zieht immer ein bisschen an, aber ist gut zu fahren, muss ich sagen. Allerdings habe ich auch erst 10 Kilometer von der Tour. Und ich glaube schon an die 400 Höhenmeter. Aber schön. Doch auch bei dem trüben Wetter hier ganz okay. Und was hier am Wegrand Brennholz liegt, Buche ohne Ende, da laufen mir schier die Augen über als alten Brennholzheizer, wenn ich das hier liegen sehe. Da hätte ich jetzt gern meine Motorsäge ansetzen, Meter sägen, Spalter nehmen, baff, baff, aufsetzen. Und die nächsten Winter sind gerettet. Aber es gehört mir halt nicht. Ich muss dran vorbeifahren. Und mit meinem Fahrrad keine Chance zum was mitnehmen.
Jetzt habe ich gerade ein bisschen abwärts fahren müssen. Hier kommt der Grimmerswaldbach runter, geht da weiter und für mich wird es wohl wieder hochgehen. Aber beim Runterfahren ist es gerade echt ein bisschen frisch geworden. Ich weiß nicht, wenn es jetzt wieder einsteigt, ob es noch wieder wärmer wird. Wenn nicht, werde ich die Jacke wieder anziehen. Hier die Tiroler Hütte. Sieht ja richtig cool aus. Ja, recht schöne Hütte hier, die Tiroler Hütte. Aber leider ein richtig fettes Schloss hier drin. Kann man vielleicht mieten. Wochenende verbringen oder so. Aber schick. Aber für mich geht's weiter bergauf. Es ist erst 11:30, noch keine Zeit zum Mittagessen. Auch wenn mein Essen zur Tiroler Hütte vielleicht sogar passend geht. Diese kleine Ansiedlung hier oben, wo ich gerade drauf zufahre, heißt Breitenbrunn. Und so wie es auf der Karte aussieht, muss ich da dann scharf rechts abbiegen. Sieht irgendwie ein bisschen runtergekommen aus hier, das Breitenbrunnen. Schon irgendwie schade zu sehen, wie die ganzen Bauwerke hier verfallen. Aber wenn es sich nicht mehr lohnt, was will man machen? Ihr seht, Breitenbrunnen auf 810 Meter Höhe. Bis zur Harnisgrinde noch 2,5 Kilometer, aber auf dem Wanderweg. Ob es für mich weiter ist, weiß ich noch nicht. Ja, laut Navi muss ich auch da hoch. Wie gesagt, ich habe mir ja Mountainbike-Strecke rausgesucht. Insofern werde ich jetzt schieben. Gerade habe ich die Schwarzwald-Hochstraße überquert. Und jetzt geht es hier auf dem Weg weiter. Ich glaube Richtung Ochsenstall jetzt. Also ich entferne mich jetzt eher wieder von der Harnisgrinde. Ich fahre hier erstmal so einen Bogen aus und ja, komme dann irgendwann am Mummelsee raus und von da muss ich dann erst hochfahren zur Harnisgrinde. Kein direkter Weg. Die haben sich da was dabei gedacht. Die quälen mich ein bisschen hier. Ich schwitze ganz schön. Meine Tageshöhe beträgt jetzt 638 Höhenmeter. Ich habe nur was vor mir. Aber bald ist Mittag. Ja, ihr seht, ich habe meine Jacke wieder angezogen. Bin jetzt also langsam richtig im Nebel. So sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Aber kein Tropenklima. Nee, das nicht. Vielleicht in meiner Jacke, ja. Also der Skilift war von Unterstmatt und zum Ochsenstall komme ich jetzt erst. Das hier hinter mir, also Unterstmatt. Ja, ich glaube, ihr seht selber, wie viel man hier sieht. Heute ist gerade andersrum. Heute habe ich im Tal unten eher das bessere Wetter gehabt. Aber ich komme ja nachher wieder runter. Mein Auto steht ja noch unten. Ich fahre jetzt schon den ganzen Morgen eigentlich nur bergan. Jetzt bin ich gerade am Skilift vom Ochsenstall vorbei. Das heißt, jetzt müsste ich dann auch bald zum Ochsenstall kommen. Ich fühle mich auch gerade wie so ein Ochs hier. Was mache ich hier schon wieder? Das muss doch nicht sein, oder?
So, habt ihr es gesehen im Nebel? Das war das Wanderheim Ochsenstall. Da kann man auch essen, Skifahren, wenn es dann mal Schnee hat. Und ich glaube auch übernachten. Bin mir aber gerade nicht sicher. So, und ich muss jetzt hier rüber um die Kurve rum. Und es geht mal bergab. Das ist nicht gut, dann geht es auch wieder hoch. Ich bin jetzt einiges im Wald wieder bergab gefahren und jetzt fahre ich gerade wieder auf Seibels Eckle zu und den Weg, wo ich hier gerade fahre, bin ich vor kurzem erst gewandert, nämlich als ich den Seensteig gelaufen bin. Da bin ich jetzt genau wieder auf diesem Weg, erkenne so einiges wieder. Ja, Freunde, ich komme jetzt gleich am Seibels Eckle raus. Hier geht es normal hoch bis zum Mummelsee und von da zur Hornisgrinde. Und nachher kommt man dann wieder hier am Seibels Eckle raus. Ich werde den Abstecher da hoch nicht machen. Es hat so viel Nebel, da sieht man gar nichts da oben. Deswegen werde ich jetzt hier gleich weiterfahren und werde mir dann bald mal mein Essen machen. Ich denke mal, ihr habt da Verständnis für, dass ich jetzt auf meinem Weg hier weiterfahre. Ich werde mir jetzt erstmal was richtig Deftiges zum Essen machen. Das brauche ich jetzt bei dem Wetter. Und ja klar, ihr wisst ja schon, einen halben Liter von dem Wasser, der mir auch ein bisschen wieder weiterhilft. Und dann werden wir gucken, dass wir zurückkommen zum Auto. Und im Winter, Winter haben wir ja eigentlich schon fast, aber wenn es dann wirklich mal Schnee hat, dann werden wir uns hier auf dem Weg wieder mal sehen. Denn hier ist auch ein Schneeschuhweg und den werde ich mit der Celine mal gehen. Den wollten wir schon lange mal machen, sind nie dazu gekommen, aber wenn es jetzt mal Schnee hat, dann werden wir das Thema mal angehen. Und da freue ich mich richtig drauf. Jetzt aber mit dem Fahrrad schön gemütlich darunter. Ja, und da oben hat es ein paar Steinchen. Ich denke mal, da kann ich ein Lager machen und mein Mittagessen. Aber Hunger hätte ich jetzt noch. Wir haben jetzt, ich denke schon bald 13 Uhr, ich sehe gar nicht hin. Egal. Ja, hier mein Essen. Zwei Würstle mit Käse und Kräuter. Dann habe ich hier Kartoffeln drin, Zwiebeln, Speck, alles meine Bratkartoffeln und mein Trank ja natürlich. Dann lege ich mal los. He? Speck und Zwiebeln habe ich daheim schon geschnitten. Ich weiß ja, wie es manchmal unterwegs ist. Nicht so einfach. Und deswegen habe ich daheim geschnitten. Brauche jetzt bloß mal hier reintun und anbraten. Und dann werde ich meine Kartoffeln da reinschneiden und alles schön anbraten. Zum Schluss kommt die Wurst rein oder die zwei Würst. Dann schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Hä?
Meine Kartoffeln nehme ich mit Schale. Bisschen rustikal mal, ha? Meine Käsewurst tue ich auch reinschneiden. Ihr wisst ja, kann man super aus der Hand dann essen, muss ich nichts mehr schneiden dann beim Essen. So ist mir es am liebsten aus dem Trangia. Und deswegen machen wir hier so ein Mischmasch. Ja, Freunde, ich denke, das war's schon. Thema erledigt. Mein Bier noch auf und dann kann ich essen. Zum Wohl. Jetzt schauen wir mal. Oh, muss aufpassen, dass sich der Wald nicht anzündet hier. Sonst kriege ich Ärger. Ja, schmeckt lecker, brauche ich euch ja nicht sagen. Genau das Richtige heute, bei dem Nebelhaufen hier. Auf alle Fälle ist mir das Essen heute lieber wie die Radtour da hoch auf die Hornisgrinde. Bei dem Nebel macht keinen richtigen Sinn. Ich glaube, meine Pfanne muss ich daheim putzen. Ja, Freunde, ich habe mein Töpfchen leer geputzt, kriege ich das hier nicht, da fange ich gar nicht an. Das tue ich in eine Folie einpacken, tue es daheim einweichen und mache das zu Hause. Da geht es wesentlich einfacher, ist ja auch kein Problem, kann man so machen. Kein Thema, das passt auch so. Ja, mein Feuer ist auch langsam aus, aber mein Bier ist noch nicht leer. Das genieße ich noch, dann packe ich zusammen und dann geht es wieder ab, weiter. Aber diesmal viel mehr bergab wie bergauf. Ja, Freunde, so ein warmes Essen, das ist bei dem Wetter natürlich ideal, aber irgendwann ist es rum und auch das Bier ist irgendwann leer. Ich werde jetzt wieder alles zusammenpacken und dann geht's da steil bergab.
Ja, Freunde, ich bin jetzt hier an der B500 rausgekommen. Ich werde jetzt ein Stück an der entlang fahren. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist mir alles zu blöd gerade heute hier oben. Ich fahre da ein Stück entlang und da geht es dann rechts wieder runter. Die Autostraße nach Seebach, das werde ich fahren und zu meinem Auto gehen. Zu euch sage ich jetzt mal Tschüss. Ich will euch da nicht mit auf die Autostraße nehmen, außerdem will ich meine Handschuhe jetzt noch nicht mehr ausziehen. Das ist nämlich richtig kalt jetzt gerade. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut und ciao. Ich fahre jetzt hier auf der B500 weiter. Die Abfahrt, die war jetzt schon heftig. Ich habe mächtig gefroren, du. Also manchmal frage ich mich, ob ich eigentlich zu alt bin, so langsam für sowas. Naja, was soll's. Ich sitze jetzt in meinem Auto, mach die Heizung an und fahre wieder gemütlich heim. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.